Ameisenbären haben es schwer. Unser eins braucht einen Pfund Ameisen pro Tag. Und es geht eine Menge auf einen Pfund. Ist jemand da? Ihr könnt mich nicht narren. Ich weiß, dass ihr da seid. Kleine Saugbehandlung gefällig? Möbel und Klamotten. Die blaue Elise, wieder mit ihrem alten Dreh. Hey, Tiger! Ameise? Weißt du noch, den Dorn, den du im Fuß hattest und den ich dir rausgezogen habe? Ja. Du hast damals gesagt, wenn ich irgendwann mal Hilfe brauche, dann soll ich vorbeikommen. Okay, jetzt ist es soweit. Gut, gut. Was hast du für Kummer? Ein Ameisenbär. Du weißt, was der Ameisenbär uns antut. Verstehe, du brauchst Schutz, stimmt's? Stimmt. Gut, gut, Kindchen. Deinen Ameisenbär kannst du vergessen. Du bist doch ein Ameisenbär. Richtig. Magst du Ameisen? Ich mag Ameisen, ja. Isst du auch welche? Ja, sicher. Das hört jetzt auf. Ab sofort Finger weg von den Ameisen. Hast du kapiert? Ja, sicher. Warum muss man denn gleich schlagen, Sie Rüpel? Hab ich's doch gehört, wie du durch den hohlen Ast gepoltert bist. Alles in Ordnung, Ameise? Ja, danke. Hören Sie, meine Dame, ich habe nichts gegen Sie persönlich, aber ich bin den Ameisen verpflichtet. Sowas nenne ich wahre Freundschaft, Tiger. Schon gut, Kindchen, schon gut. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? So, damit sprühe ich mich ein und dann wird dieser alte Knacker, der Tiger, in Ohnmacht fallen. Jetzt soll er nur kommen, ich bin gewappnet. Nanu! Eine Wäscheklammer auf der Nase. Wie raffiniert. Da ist er, so gut wie neu, nichts dran. Schon gut. Ja, ich weiß. Sie sind den Ameisen verpflichtet. Jawohl. Wenn Sie es schon wissen, dann richten Sie sich auch danach, Sie Pute. Du bist eine Ameise, ja? Sehr groß für eine Ameise. Lass mal deine Stimme hören. Ich bin eine Ameise, hundertprozentig. Hab ich mir doch gedacht, du bist keine Ameise. Glauben Sie mir, Verehrteste, ich habe nichts gegen Sie persönlich. Es ist nur, weil ich... Ja, ein Dorn, ich bin wieder in einen Dorn getreten. Ziehen Sie ihn raus, liebste Freundin. Befreien Sie mich davon. Hab ich ein Glück? Was Besseres konnte mir nicht passieren.
Da ist er. Oh, jetzt geht's mir gleich viel besser. Sagen Sie, womit könnte ich Ihnen einen Gefallen tun? Ich wüsste schon was. Ja. Ich habe nichts gegen dich persönlich, Kindchen. Aber ich bin dieser blauen Person nun mal den Gefallen schuldig. Thank you.